Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Neverwinter. Richtig. Und ich muss in mein Inventory gucken. Vito. Es tut mir leid, es ist voll. Wir sind, haben da ein Level-Up gehabt und wir müssen unser Inventory checken und wir müssen unsere Gefährten wieder in nach Hause schicken. Immer auf die Ausbildung. Los geht's. Ich hole hier mal mein McBoyne zurück. Inventory. Ich habe einen unidentifizierten Gegenstand. Ja und? In Stufen... Wir sind Level 11 jetzt, ne? Wir sind... ich habe eine Rüstung an, die hat eine erforderliche Stufe 7. Ich habe auch eine Rüstung gefunden, die hat erforderliche Stufe 12. Also ich vermute mal, die ist besser. Und identifizieren. Bip, bip. Was sage ich? Nichts. Lieber nicht. Nein. Was ist besser? Ich habe zum ersten Mal einen Helm. Ja, Helm ist gut, ja. Jetzt kommt der Helm. Jetzt kommt der Helm. So, aber der Helm ist, wieso? Der ist, gut, den ich habe. Das den ist gut, den du hast? Hast du auch ausgerüstet oder hast du nicht? Ich habe ihn jetzt ausgerüstet, den guten. Ja. Guck mal drauf. Mit was? Dann zeig das, den Helm doch mal. Dann zeig den Helm ausgerüstet habe ich 47 Kraft und 28 Verteidigung. Okay. Und der andere Helm hat nur 43 Kraft und 28 Verteidigung. Ja, hast du doch schon mal einen Helm gehabt. Nein, ich habe zwei Helme gefunden, gerade eben. Okay, und welche rüstest du jetzt aus? Ja, den besseren. Achso, habe ich auch schon gesagt. Dumme Frage eigentlich, ne? Ja. Maximale Trefferpunkte, 61 statt 35. Ich glaube, ich nehme einen anderen Gürtel. Ach ja, da war ja was. Schild. Wie wendet man das an? Was? Diese Dinger hier. Ein Kodex der Gefährtenerfahrung. Euer aktuell gerufene Pferde erhält 35.500 Erfahrungspunkte. Wie oft mache ich das? Der Heldentod erwartet uns. Bis weg ist. Alter, was war das denn? Das gab's mit dem Typen zusammen. Mit welchem Typen? Mit dem ich gekauft habe. Alter. Der ist jetzt irgendwie Level 30.000 oder was? Das werden wir gleich herausfinden. Schicken wir mal auf die Ausbildung, glaube ich. Level 6 ist er geworden. Guck mal, von gar nichts. Ja, ich schmeiß das hier jetzt alles gleich 18 weg. 18 Stunden braucht er jetzt. Die werde ich heute nicht mehr wiedersehen. Sehr geil. Da wird doch überbewertet. Sehr geil. Okay, Ausrüstung. Wie will man denn mein Pferd haben, Manu? Knochenkamm. Reittierbedarfsmarke brauche ich wohl noch. Ja, bitte. Oder kannst du sie abgeben zu mir? So. Nein. Nein, warum nicht? Na gut, ich bin, glaube ich, durch mit Ausrüstung. Kräfte und Talente, da war doch was. Wir können noch ein Level up hier. Jawohl. Wir einen Schrott kaufen hier. Ich würde gerne 15 sein, nicht 12. Hallo? Ich habe zum ersten Mal... Ich habe zum ersten Mal was für die Arme. Und zweimal dasselbe sogar. Du hast was für die Arme? Für die Arme. Mach mir das für den Arm, du. Ich mach dir das mit den Armen. Geh weg. So. Mal schnell geguckt. Eine Spezialquest. Hast du die eigentlich schon ausgewählt? Nee, ne? Was für eine Spezialquest? Nein, habe ich nicht. Okay. Wollte ich ja auf dich warten. Das lieb von dir. Ich habe eine Nachricht bekommen. Okay. Toll. Warum? Wieso kriege ich Nachrichten? Aha. Habe ich auch. Diskriminierung ist Dummheit. Du hast eine andere. Nein, hast du nicht. Das sind die... Hä? Das ist ja geil. Ganz andere ist das ja. Allianz zu schmieden habe ich bekommen. Okay. Von dem Ritter Farsight. Toll, hast du eine Fähigkeit. Und du bist ein Ork, du wirst diskriminiert, deswegen kriegst du diese Nachrichten. Das ist die Tante vom Eingang des Levels. Deswegen. Okay. Kräfte. Ich könnte es verkaufen, könnte ich, glaube ich. Das wäre auch mal ganz praktisch. Ich bin aber noch nicht Stufe 15, also hilft mir das alles noch gar nicht. Gar nicht. Oder auch mal gar nicht. Verkaufen wir Scheiß. Halt das nicht. Ich habe fast meine Feuerkäfer verkauft. Das wäre dumm gewesen, oder? So, wo ist denn jetzt der Snork hin? Da. Ich könnte jetzt mal auf Nahkampf wechseln und jetzt zu Tode schnitzeln. Toll, ich kann nur zwei jeweils reinpumpen. Ich muss also wieder was anderes machen. Och, Mann, oh.
Was ja, ich pump gerade Punkte in irgendwie sinnlose Fähigkeiten, die ich nicht brauche. Das ist Dummfug. Was ist das denn hier? Oha. Oh! Wow! Was ist? Ich hab gerade meinen Abflug gemacht. Gut. Wollen wir jetzt so eine Spezialmission denn mal irgendwie machen oder eher nicht? Oder? Also wir haben jetzt wir haben ja ein paar Missionen offen. Also, wir gucken, Tagebuch. Boah, wir haben hier einen. Du hast so viele, ich habe so viele nicht. Doch, klar. Ich habe die Feuerkäfermission abgeben. Ich habe vier. Okay, ich muss noch diesen hier, die muss ich mal machen. Den will ich eigentlich auch gerne mal echt mal machen. Jetzt mal machen. Das ist die höchste Mission. Willst du nicht bei den unteren anfangen? Du hast recht. ich verwechsel das immer hier. Also Feuerkäfer abgeschlossen, müssen wir noch abgeben. Ja, das machen wir mal, oder? Gut, habe ich ausgewählt, müsste mir ein Pfad angezeigt werden. Das gehe ich hier hinten rein und da hinten ist wahrscheinlich einer, dem ich das geben darf. Ach was. Ach, werden wir gleich mal machen können hier, oder? Ja. Wie geht es euch, Freund? Oh, danke für die Elementrüsselkäfer. Sie sind nur schwer zu finden, insbesondere seitdem Mount Totono nur noch eine rauchende Ruine ist. Und macht euch keine Sorgen um Jared. Sie muss lernen, selber mit schwierigen Situationen umzugehen. Und Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Und eine neue, seltsame Verbündete habe ich. Das nur du. Oh. Oh, echt? Oh, cool. Könnt ihr euch vorstellen, dass die meisten Söldner hier draußen mich für verrückt halten, weil ich versuche, Allianzen mit den Halborg-Barbaren zu knüpfen? Ich verstehe es einfach nicht. Diese Barbaren, der Stamm der Proudfists, sind momentan den Vielpfeilen hörig. Doch auch wenn sie momentan gegen Neverwinter kämpfen, ist es mein fester Glaube, dass sie sich überzeugen lassen würden, ihren grausamen Herrn die Gefolgschaft aufzukündigen und sich uns in Freiheit anzuschließen. Es gibt da nur ein Problem. Sie vertrauen mir nicht, denn da ich ihre Nähe suche, schätzen sie mich als schwach ein. Vielleicht könnt ihr sie davon überzeugen, dass Neverwinter stärker ist als die Vielpfeile. Eingeschlafen? Ich habe eine Mission mit den Proud Fists. Macht mir Angst. Mir auch gerade. Guck mal auf meinen Charakter. Der arme Dieb, was? Achtung. Das sah bei dir nicht so gut aus wie bei mir. Hä? Okay. Was war das? Die ist in die Luft gesprungen, nicht zu sehen. Und er war wie ein Komet auf den Boden geknallt. Und das bringt's jetzt, ja? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht im Kampf benutzt. So, ich muss jetzt die Proudfist suchen oder wollen wir die gleiche Mission auswählen nochmal? Wir wollen erstmal die gleiche Mission auswählen, nämlich die Mission mit den Käfern. Die ist fertig, die haben wir gerade abgegeben. Kriegst du mit, was wir hier spielen? What? Ich würde gerne in dieses Gebiet hier. Das ist mir scheißegal. Also, wo ist denn deine Mission? Deine Spezialmission, meine ich. Wo sehe ich das? Wie? Hä? Die ist gerade ausgewählt. Ja. Geh zurück. Geschichte Karte. Ist unser größter Lehrmeister. Nein. Nein. Ja. Nein, geh raus. Nick. Nach oben, Digi-Coin. Dankeschön. Da das gleich nebenan. Sag ich doch. Da muss ich aber die Hände herrennen, ohne ein Kreuz, ohne einen Fädenstaubweg zu haben. Warte mal eben. Was denn? Die Spezialquest willst du immer noch nicht machen, richtig? Welche? Welche Spezialquest? Heute ist der Tag des Toten Orks. Hallo? Regine? Ja, die Spezialquest, die wir in diesem anderen Menü da haben. In dem da. Nee, das ist doch, das ist doch in der. Okay, kann man machen. Achtung. Hast ein Gefährt für euch. Ein Held von eurem Schlag benötigt ein ebenbürtiges Reittier. Begebt euch zu den Schonderkastellen und sprecht mit dem Händler dort. Ihr macht euch sicherlich gut auf solch einem schnellen Pferd oder entsprechen die exotischeren Reittiere eher eurem Geschmack. Schaut euch das Angebot ruhig mal an. Das ist so, PvP nehmen wir jetzt erstmal nicht an. Na, okay. Also PvP ist ja auch in dieses Pferd ist doch in der Stadt. Ja, aber ja. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir machen jetzt dieses Level hier fertig und wenn wir in der Stadt sind, dann machen wir das. Ja. So ist es. Oh, guck mal, ich sehe ein Tor. Eine Tür ein leuchten. Tor. Ja, ich auch, aber da ist nicht meine Mission hin. Was? Echt nicht? Nee. Oh. Aber, doch, natürlich geht da eine Mission hin. Meine Mission geht hier lang. Stimmt, das ist die andere Mission gewesen. Entschuldigung.
Was war denn hier? Mit dem Proud Fist muss ich reden. Achtung! Bäh, nichts als Schmutz und Feiglinge hier. Ihr möchtet, dass wir uns von den Vielpfeilen lossagen? Ihr verlangt von uns, ein großes Risiko einzugehen. Woher weiß ich, dass ich euch vertrauen kann? Um die Sache weiter zu besprechen, brauche ich den Beweis, dass ihr eine würdige Seele seid. Wir werden euch testen. Besteht ihr 3 Prüfungen, werden wir euch vielleicht Gehör schenken. Ich muss 3 Prüfungen bestehen. Du. Achtung, Kraftprobe. Als Anführer unseres Stammes ist es meine Aufgabe, unsere Stärke zu bewahren. Auch unsere Verbündeten müssen stark sein. Wenn ihr mir etwas beweisen wollt, könnt ihr es mit Thag Slabhead aufnehmen. Einem Oger, der die Straße in der Nähe bewacht. Er ist körperlich extrem stark. Aber wie ihr Halbelfen ja sicher wisst, gibt es mehr als eine Art der Stärke. Beweist euch derart und ihr erlangt meinen Respekt. Ja, ich muss einen großen Oger platt machen. Ich habe hier nebenan gleich die nächste Quest. Warte. Ich habe euren Namen vom Wind erfahren, habe euer Gesicht im Wasser gesehen. Sagt mir, Fremder, warum seid ihr hier? Halgen hat euch zu mir gesandt, um eure Weisheit auf die Probe zu stellen. Also, die Wahrheit ist, ihr braucht nicht geprüft zu werden, denn ich kenne euch bereits. Meine Visionen verraten mir viel, so auch, dass ihr die Proud Fists zu mehr Ruhm führen werdet, als wir uns jemals zu erträumen gewagt hätten. Ihr habt meine Unterstützung. Das Schicksal will es so. Ich werde Halgen ausrichten, dass ich euch vertraue. Allerdings könnt ihr mir noch bei einer kleinen Sache helfen. Wenn wir uns auf die Seite Neverwinters schlagen, müssen eure Wachen darüber informiert werden. Sucht bitte Hauptmann Janrus auf und berichtet ihm, dass wir nicht eure Feinde sind. Okay, sie hat endlich ausgesprochen. Wow. Sprachst du langsam oder schnell? Langsam. Da ist noch eine, oder? Wetten, du hast auch bei dem Typ auch noch eine? Ich muss 3 Sachen ab Quest machen und die erste ist jetzt so einen dicken Oger platthauen. Okay, dann renne ich mal hinterher. Du brauchst ihn wahrscheinlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Eigentlich ist das deine Prüfung, oder? Ja. Wie gut, dass du so nett zu mir bist. Fantastisch. Hallo. Ein Gefährtengeschenk. Was war das eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Ein Gefährtengeschenk. Ach, da ist er doch. Da ist doch einer. Hallo, kommst du? Mama! Hey! Das war's. Na toll. Wollte man Pfeilregen ja gar nicht auszupacken. Ja, meine, also was ich sagen muss, ist, dass diese Spezialfähigkeiten sehr schnell, Gott sei Dank, bei dem gehen. Das ist echt großer Vorteil, muss man echt so sagen. Bei deinem Charakter. Genau. Na, ihr steht ja auch hier nur so rum und Spritze. Wo willst du jetzt hin? Ja, den Pfad folgen, da hinten so durch. Ach so. Da hinten so rein? Von hinten und so? Ja. Ausbildung abgeschlossen. Meine Hunde zurück. Jeder? Die Einblendung von irgendwelchen Sachen. Ja. So, ich gehe zu ihm hier. Was, zu ihm? Ja. Nee. Doch. Nein. Schalliks Nachricht zu Hauptmann Janosch. Der Feind ist überall. Weisheitsprobe. Haltet die Augen offen. Ach. Der Feind ist überall. Du machst das. Richtig. Was ist das? Diese Halborg-Barbaren wollen bei unserem Kampf mitmachen? Nun, da sie euch nichts angetan haben, werde ich mit ihnen sprechen. Meine Soldaten werden die Proud Fists nicht angreifen. Yay! Yay! Worum ging's? So, jetzt muss ich wieder zu den Proud Fists zurück. Nein! Doch. Gleich da bleiben können. Ja, rein, renn schon mal vor, genau. Ja, da du sowieso nichts mit denen anzufangen weißt. Die nur mit mir reden, weil du so ein blöder Halborg bist, mir redet mit dir halt wieder keiner. Es sind auch selbst Halborgs, schon mal über nachgedacht. Ja, nee, deswegen müssen sie Orks, oh, noch einer, oh Gott. Ich gehe erstmal zu ihm hier. Alle 3, super.
Mach du mal. Ihr habt besiegt, oder? Nun, das ändert die Dinge zu euren Gunsten. Ich mach einen Bauchtanz, okay? Der ist durch. Jetzt gehe ich zu ihr. Weisheitsprobe. Ihr habt euch weise und bescheiden gezeigt. Und habt meine Unterstützung. Halb elf. Und, oh, bei ihr blinkt noch was. Warum? Nur weil ich mit ihr reden kann. Aha. Und er hier? Was ist er für einer? Diese Orks denken, sie sind stark. Ha! Diese Dummköpfe. Der Tücke-Test. Ah, ihr wünscht also unseren Respekt zu verdienen. Halgen respektiert Stärke. Celek respektiert Weisheit. Aber ich? Ich respektiere vor allem List und Verschlagenheit. So viele Dinge in der Welt werden einfach übersehen. Selbst Dinge, die ganz offensichtlich sind. Ich habe Freude daran, kleine Säcke mit Anhängern direkt unter den Nasen unserer Ork-Verbündeten zu verstecken. Wenn es euch gelingt, drei dieser Säcke zu finden, dann würde mich das sehr beeindrucken. Jetzt muss ich drei Säcke finden. Also eine habe ich schon. Ich wollte gerade sagen, auf dem Sofa haben wir ja schon mal zwei. Ja, komm, die Quest machen wir eben noch zu Ende hier. Ja, ja, klar, ich renne hinterher. Wir rennen ist gut. Ich, hallo, wo, was? Nein. Du hast Kundschaft mitgebracht. Mann, dieser Fallregen ist so sehr gerne bescheuert. Von dem ist ausgedacht. Hallo. Hallo. Was sagen, wo läuft denn der hin, der Idiot da? So, das ist, leuchtet so bestimmt das erste hier. Der erste Anhänger, jawohl. Baumstamm aus Untersuchung oder was? Naja, ich suche so Anhänger. Ich bin schon weggerannt, ne? Ich metze mich zu Tode hier und. Ja, und ich nehme mal den nächsten Anhänger, denn sind die schon abgelenkt. Schon klar. So, nun. Das ist das Norks, nun, okay? Nun, da. Das ist ja einfach, ich bin schon da, ich bin fertig, glaube ich. Das ist halt was für eine Aufgabe jetzt gewesen hier? Das ist der Tücke-Test. Das ist halt voll die Tücke. Mut genau. Zur Lücke. Und so wieder zurück, oder was? Ja, ja, weil er hat diese unter der Nase von den anderen Orks, hat er die versteckt. Ist das nicht tückisch? Das ist ja pfiffig, du. Das war ein kleiner Schlingel, der. Wo müsst ihr hin? Zu Boss oder zu den zu den Nasen hier, ja? Okay. Zu den Waldnasen hier. Ah ja, das sind die Anhänger. Entweder ihr habt gute Arbeit geleistet oder euer Versagen gut verschleiert. Ich kann mit beidem leben und werde Halgen ausrichten, dass ich zufrieden bin. So, jetzt muss ich wieder mit ihm reden. Natürlich. Drei Missionen geschafft. Ihr wünscht, dass wir unsere Gefolgschaft aufkündigen und die Fesseln der Vielpfeile abwerfen. Mhm. Zu lange haben wir die Unterdrückung der Vollblüter erlitten. Wir sind bereit, für unsere Freiheit zu kämpfen. Eure Worte haben mich überzeugt, dass mein Stamm eventuell in Neverwinter willkommen geheißen wird. Und ich vertraue euch. Es gibt da nur noch eine Sache, um die ich euch bitte. Der für uns verantwortliche Aufseher der Vielpfeile wird in Kürze mit seinen Kriegern hier sein. Stellt euch bei unserem glorreichen Kampf zur Freiheit an unsere Seite. Vergießt zusammen mit den Proudfists Blut. Wir müssen jetzt mit denen gegen die anderen Vielpfeile kämpfen, damit sie sich befreien dürfen da. Du, ich komme jetzt mal aus der Fernung mal an, okay? Hast so, noch eine. Vielpfeile, nee, mit der kann ich nur so reden, die hat keine Quest mehr. Okay, so, da kommen sie. So. Was? Ziel erfüllt. Ich brauche Heilung. Ist doch gerade. Ich verteile doch gerade Heilung, bis der Arzt kommt hier. Das war schon? Das war schon. Ach, sehr einfach so umgehauen. Ihr habt viele Anstrengungen auf euch genommen, um unser Vertrauen zu erringen und die Freundschaft zwischen unseren Völkern zu festigen. Wenn Neverwinter uns braucht, werden wir da sein. Ja. Die werden da sein und wir werden weg sein. Oh no! Das war tatsächlich... Ein ganz harter Kampf für dich. Nicht. Das waren die Proud Fists. Was immer die mit ihren
Nein, nein, nein. Hast du dir schon mal aufgefallen? Jetzt weiß ich auch, warum ein Ork kein Oberlippenbart hat. Stören, die Zähne stören. Und tschüss.